Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Nero LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. Ja, in der letzten Folge, ich weiß gar nicht mehr, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Schon wieder eine Woche her, gegen den Bären haben wir gekämpft, oder? Oder? Weiß ich nicht. Lass mich mal jetzt kurz gucken. Kann ich jetzt, ich kann immer noch nichts hier abgeben, Mann! So, Elite Monster, ich gucke irgendwann mal, wo das für mich ist. So, jedenfalls, wir sind jetzt hier. Ich habe mir vorgenommen, die Hauptserie heute mal ein bisschen weiter zu machen, weil das hat schon wieder ein bisschen gedauert. Und ja, ich habe jetzt natürlich wieder offscreen ein bisschen trainiert, was ich immer mache. Ich habe so viele Sachen jetzt lernfähig, lernbereit. Dafür immer nur 2-3 Punkte oder so. Gut, ich dachte, Mann, das ist voll krank. Ich habe definitiv zu viel Zeit in meiner Freizeit. Auch Katzenkurier da. Feuerfester Stoff und Petunia, ja, deswegen konnte ich hier auch nicht weiter suchen, weil ich immer eine Katze bekommen habe. So, was hat sie gesagt? Ich muss mal ein bisschen den Fernseher lauter machen. So, was haben wir denn hier? Hier fehlt noch eine Katze, immer noch. Hier fehlt was. Ja, super, ich konnte ja nicht weitermachen, weil ich die ganze Zeit hier die Katze bekommen habe. Und die wollte ich natürlich on-screen verzeichnen. So, da tue ich doch die ganze Zeit immer irgendjemanden hinschicken und ich bekomme nichts. Suchen wir mal ihr. Wow, so. Was noch? Muss mal gucken, die Strategie. Ich glaube, ich habe alles richtig. So, dann bin ich wieder kurz davor, meine Schulden ein bisschen zu bezahlen. Machen wir das mal kurz. Und zwar verkaufen wir irgendwie irgendwas, was ich hier nur 99 Mal habe, so wie das hier zum Beispiel. Zu wenig. Wood. Ich habe mich schon ein paar Mal gefragt. Übrigens, du musst ja wieder bezahlen, aber ich habe die ganze Zeit immer weggemacht. Dann habe ich wieder schnell irgendwas gekauft. Ist das gut? Ich glaube ja nicht. So. So, bezahlen. So, wieder im Briefkasten. Und wieder 100.000. Ja, yeah, wir haben wieder kein Geld. Dann gehen wir mal kurz nach Triglyph. Hier. Tu als irgendeine Belohnung ab. Zack. Freundschaftstrank. Nur ein. Gummifischlees. Das war mitgierig. So. Apropos Beziehungen. Sind wieder kurz davor mit eigenen Charakteren. Ich würde sagen, der kriegt wieder Gaius. Ja, okay. Hier. Mein Gott. Freundschaftstrank. Lieb mich. Zack, okay. So, dann machen wir mal mit der Hauptstory weiter. Warum müssen wir noch mal hin? Zum Seehafen irgendwo. Alle die Seehafen, ne? Na, no, dann gucken wir mal, was zur Hölle wir machen müssen und was passiert und überhaupt. Oh, da hinten. Da hinten ist Elementerz. Was? Zum Teufel. Einfach so geskippt. Deines Element erst mal gucken, ob ich voll viele Sachen lerne, wenn ich das jetzt aufnehme. Ist ja ununterbrochen jetzt Sachen lernen. Hi. Hat er lernt, okay. Impulsschuss, Fallschuss, Felswalzer, Stahl und Gewitterschuss verbessert. Jetzt bin ich mal hier gespannt. Okay. Flitzen, was? Bitte nicht ausziehen. So, tun wir mal. Zu viel. Das auch. Weiß ich nicht. Lass mal erstmal, ne? Ich tue halt die ganze Zeit immer offscreen hier alles aussetzen. Ich glaube, das ist nicht gut. Hier nehmen wir das Thema. Ich möchte das doch schon ein bisschen zeigen, ja. Aber das nimmt dann immer irgendwie so Luftsprung, das ist gut. So Zeit weg, habe ich so das Gefühl. Hat irgendjemand hier so Stärke oder irgendwie sowas bekommen? Aber wenn nicht schlecht. So, noch irgendwas? Ich überlege gerade, habe ich noch irgendwas? Oh, Geistanteil. Gemacht auf Screen? Ich glaube nicht. Soll wieder trainieren, ne? So, dann weiß ich nicht. Hier. Nehmen wir das hier. Gaius. Wir sind so kurz davor, so viele Titel zu bekommen, ne?
Und so viele Trophäen, ich weiß halt nicht. Haben halt schon mal alles aus dem Weg geräumt, deswegen. Lass mal erstmal alles. So, der Typ hier. Und der andere. Oh nein. Zwei nervigsten Leute hier. Na gut, was müssen wir machen? Kapitel 9 sind wir jetzt, ne? Jo. Ein Lied halt durch die Fälle. Genau, das stand aber immer bei der Speicherdatei. Well, that took long enough. Lady Mid. Quit messing with my head, Faker! What? First you drag me into this mess, then you call me names? How dare you? I. Forgive me. She's stern in her own way, but it's just not the same. Yeah, I know exactly what you mean. So, the real one still isn't back yet? No. Musée is looking for her, but I see. Ich hör schon wieder irgendwie die Audioeinstellung nicht. Irgendwie sprechen die zu leise und die Musik ist zu laut. He's hiding some fancy footwork. Old Julius stomped his face pretty good before he made his escape. It's pretty funny. Your wish is my command. Verstehe ich nicht. Letztes Mal hat er ihn noch weggehauen, ey. Was zum Teufel? Split up and root him out. All right then, we'll take the western side of the trail. Well, in that case, I guess we'll search to know. Dann gehe ich nach Amil. And we'll check the sea routes. Have room for one more. What? Why? I'm interested in the work you agents do. Curiosity killed the cat and king. I'll risk it. Just my luck getting stuck with these guys. I want Julius taken alive, understood? I need to return his hospitality. Das kann ich mir vorstellen. Jawohl. Ich muss schon wieder hier den Audio umstellen. Ich krieg grad irgendwie nie hin. Irgendwie regt mich immer irgendwie was auf. So. So, Rüstung, genau. Gibt's neue Klamotten? Nein, okay, dann egal. Okay, ihr geht alle woanders hin, ne? Lebendig? Natürlich fangen wir sie lebendig. Natürlich habe ich den Eingang, als würde Redo, ich weiß überhaupt nicht, wie der ausgesprochen wird, Redo es darauf angelegt haben, um uns einen Gänsehaut zu verpassen. Jo. Gibt's hier neue Sachen direkt wieder? Boink. Nö. Okay, dann. Ich auch. Rollo auch, nehme ich an. Hat man zwar nicht gesehen, aber man hat's gehört. Eine Fertigkeit erlernt. Du bist nicht im Team. Was zum Teufel? Okay, sehr gut. Wir sind mit Elise in einer Gruppe. Ich bin zufrieden. Geh weg. Geh weg. Ich möchte ein paar Titel bekommen. Bin schon wieder so kurz davor, alle möglichen Titel zu bekommen. Warum laufe ich überhaupt dahin? Egal. Muss eine Episode mit irgendwas füllen. Außerdem können wir Elementerzen zu sammeln. Wut. Hat verbessert. Eine Fertigkeit erlernt. Das ist immer so geil, wenn ich wieder in der Aufnahme bin und alle möglichen Sachen lernen. Auf Skin tue ich ja gar nichts lernen. Außer immer so Arzt verbessern oder irgendwie so. Ich weiß, ich sage das jedes Mal, aber ich will ja, dass das jeder weiß. So. Ja, bitte. Oh, hi. You're hurting these villagers. I would never do such a thing. Musée. Mila. Or not. But who might you be? I'm the former Maxwell. Pleased to meet you. Beg your pardon? Alternate dimensions. The land of Canaan. Does that ring any bells? Perhaps.
Well, if it isn't that floating porridge thief. Oh, Musei? What can I say? I was getting pretty hungry. Wait, so spirits can get hungry? Honestly? No. But Mila taught me the pleasure of eating a good meal. You did, huh? That wasn't me. Dimension. Agents entered a fractured dimension. We think it's Alias Kresnik. The probability of this dimension containing a waymarker strikes us as very high. Luger, let's go after him. Not so fast, children. I'm pretty sure that Julius Fellow is expecting you. Even so, we're not about to pass up this chance. In that case, Luger, would it be an imposition to take me along? Gerne. Hab nichts dagegen, aber warum? Sehr schön. I want to keep my eye on this one. If she's like my Mila, she's reckless. I don't need a babysitter. One more weirdo's joining the crew, Rolo. Hey, Rolo, immer mit seinem Pokerface. Was? Ich hab selber Schulden, Mann. Porangenschulden oder was? Are you reprimanding me? What an adorably impudent child you are. 100 Gal verbrochen. Weißt, wenn ich ihn nicht gehabt hätte? I'm barely scared of you at all anymore. What a horrible thing to say. I've never been scary. Milas Schwester. Habe ich mir schon gedacht, irgendein Skit kommt doch jetzt. Sehr schön. Butterfly wings. Aren't they great? But I'm not a bug, you know. I know that. You're a spirit. Just like Mila's big sister. She's not like her at all. My sister had an awe-inspiring presence. My, aren't you rude? I'll have you know that I used to be quite awe-inspiring. I don't know if that's the word I would use. She used to be a psychopath. Okay, wie kommt's, dass du jetzt so anders bist? Ich weiß nicht, wie du früher warst, aber mir gefällst du, wie du jetzt bist. Ja. Oh my, Luger. Are you hitting on me? You're hitting on her? Huh? Calm down. She's obviously joking. Of course I was. Was? Isn't that how all ein Anime-Charakter, der mal verstanden hat? How would I know? That was a joke too. I'm sure it was. Come to think of it, I like the way Musei is now too. Ein Anime-Charakter, der mal nicht irgendwie ein komisches Missverständnis hier bemerkt hat. So. Musei hat sich uns angeschlossen. Yay, jawohl. Jetzt muss ich nur noch 70.000 Geld zahlen. Was? Okay. Dann zeig mal. Achso, ja. Wow. Sie ist auf Magie ausgelegt, nehme ich an. Ein Nagel. Ja, sie kann jetzt Bänder ausrüsten. Gut, dann habe ich jetzt mehr Charaktere, die Bänder ausrüsten können mit Elise. So, was hast du denn alles für Fertigkeiten? Lass mal sehen. Luftdrache, bla bla bla. So. Verringert die Wirkzeit um 10%. Ist sie eine Magie? Erinnert wäre nämlich richtig gut. Spezial. verursacht beim Angriff eines Feindes in der Luft 10% mehr Schaden. Levelwiederherstellung. Standardzeug. Nein, ich mach Ladung, das ist scheiße. Das ist scheiße! Ja, dann haben wir erstmal alles. So, du bekommst dann natürlich das beste Ding, was wir im Moment haben. Höhle. Mein Gott, was? Geist ist nicht schlecht. Du bekommst jetzt erstmal, weiß ich nicht, hier, was Mila hat. Wo das scheiße ist, was? Oh, alles 600, so wie Geist damals hier, super. Okay, Höhle, Geist, weiß ich nicht. Nehmen wir das hier erstmal, gibt Ausdauer, das hätte ich gerne. Illusionsschritt, Flammenring. So, sehr schön. Fertigkeiten sollte ich mir mal angucken. Arzt. So, eine violette Nadel. Wir haben schon viel bessere Sachen hier. Also nicht. Nimm den hier. Oder. Hör mal, die Dinger hier ausrüsten. Die sind irgendwie viel besser.
Nehmen wir mal das hier. Psyche, ja, da können wir, glaube ich, auch was Besseres. KP wieder. Ja, okay. Arts. Drang Shot. Liebliches Herz. Natürlich auch eine HP. Attacke. Und durch wollte die Schwachstellen des Gegners. Ach, das sind bestimmt die ganzen Attacken, die wir auch damals abbekommen haben. Feuerpeitsche, strafender Blitz, Windlanz, Flammenring, Schwerkraftquelle. Ja, werde ich ja sehen. Sehr schön. Jetzt kann sie als Dingens. Als verwundene Dingens. Teleportationshilfe. Wenn Muse deine Partnerin ist, teleportierst du über eine große Entfernung. Doch teleportierst du über eine große Entfernung, wenn du einen Schritt nach vorne oder hinten machst. Okay, cool. Sehr schön. Alles klar. Was müssen wir machen? Ach ja, zur Splitterdimension. Speichern wir mal. Wo wir noch nichts erreicht haben. Ja, sehr schön. Damit hätten wir jetzt, glaube ich, auch alle Charaktere, wenn ich mich nicht irre. Und ich irre mich nie. Absolut nie. So, dann gucken wir mal. Ein gutes Team. Wird gerade voll in Haaren. Die Kajara-Fälle. Meine Katze ist zurückgekehrt. Eine farbige Sonnenbrille. Na, no, nächstes. Hier. Wow. No, zeig mal. Ich glaube, so ausrüstungsmäßig habe ich, glaube ich, nichts Neues. Bin ich mir aber nicht sicher. Ach, die kenne ich. Ja, ich werde mal ein bisschen so kostümemäßig und so ausrüsten, wenn wir auf so Nebenmission mal machen. Ich bin vorgenommen. So, Musian, zeig mal. Ich bin mal gespannt. Ja, habe ich mir gedacht. So, sind alle so auf Verbinden und so weiter. Das habe ich, glaube ich, schon nachgeguckt, aber egal. Na, komm mal her, Musi. Futsch. 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 Sehr schön. Hey. Komm mal her. Dann zeig mal, Betäubungsblitz, ja, das ist schon mal richtig blöd hier. So, liebliches Herz, als wieder so eine Heilattacke, deswegen nehmen wir mal das hier. Betäubungsblitz. Kann den Feind auch betäuben. Spring hoch und greif aus der Luft an. Feuerpeitsche. Brennenden Hahn, okay. Okay. Machen wir so. Feuer nach unten, Wind dahin. Scharfe Blütenblätter. Ups, aber. Weiß nicht, hier. Obwohl, wo tue ich nochmal bei Mila immer die Dinger? Ach ja, aber er ist ja, das kann ja Dinge machen. Geisterverschiebung, das hat ja nicht wichtig. Machen wir mal hier. Windlanze. Strafen ab. Blitz und Schwerkraftquelle. Eine Arkanart. Nee. Dann zeig mal. Das war der falsche Angriff. Ich kämpfe mit deren Haaren, ey. Verbundene Fertigkeit beim Kampf anzeigen. Drücke im geöffneten Kampfmenü R1, um die verbundenen Fertigkeiten anzuzeigen, die du... Jawohl, Seelensauger. D
die für deine Figuren gelten. Verbundene Fertigkeiten sind Fertigkeiten, deren Effekt mit einem Verbindungspartner geteilt werden können. Diese Informationen können bei der Partnerwahl von Vorteil sein. What's up? Sehr schön. Gefällt mir. Heldinnen von Graces. Okay, du kommst erstmal hier. Ich muss erstmal lernen, wie man sie spielt. Na, komm mal her. Was hat sie aber für eine Dingensfähigkeit? Für eine normale Fähigkeit? Werde ich wahrscheinlich mitbekommen, wenn ich jetzt hier den Kampf mache, den nächsten. Ich will jetzt erstmal weitergehen. Zum nächsten Speicherpunkt kommen und so, das wäre auch nicht schlecht. So. Jetzt habe ich gar nicht irgendwie darauf geachtet, was für ein Level die Gegner hier eigentlich sind, ob die hier stark sind und so. Toffe Cracker, ja genau, wir sollten mal hier sowas benutzen. Hier, 50% mehr Elementerz. Warte, euch knöpfe ich mir noch vor. In der nächsten Folge. Ich brauche wieder Geld. Streifenmann, genau, Bänder. Er hat sie schon, okay. Du hast schon? Ja, du hast schon besseres, okay. Dann habe ich doch wahrscheinlich schon irgendwie was gekauft. So. Okay, ich möchte ehrlich gesagt nicht, dass ihr bekloppt eure Items hier verballert. So. Okay, den könnte ich mal hier empacken. Und hier. Sind genau das gleiche. Das ist genau der Angriff aus dem Ding. Sehr. Mach mal einfach was. Ja, irgendwie mache ich was. Muses Notfall-Teleportation-Fähigkeit. Wenn Muse einen Vorwärtsschritt oder einen Rückwärtsschritt macht, unmittelbar nachdem sie von einem Feind angegriffen wurde, wird sie vorübergehend unbesiegbar und kann den gegnerischen Angriff ausweichen. Schließe direkt mit einer Combo an, um einen perfekten Gegner zu starten. Also genau wie die flinke Umrundung von Jude. Mehr oder weniger. So, dann. Ich möchte mal direkt wieder wechseln. Ja. Die ganzen Standarddinger erstmal lernen hier. Ja, ich sehe schon wieder offscreen Trainingseinheiten auf mich zu prasseln. Eine Fertigkeit erlernt. Super. Geist. Das ist ja schon ein Geist. Oh. Bitte kein Boss. Das ist ja nur ein Beutegegenstand, Mann. I don't get why you insist on bringing the child with you. Ich ehrlich gesagt auch nicht so. I wonder, perhaps humans are at their best when they have someone to protect. Is that how it was with you too? Hmm, who knows? I'm not human. Right. But I do know I don't want to be alone anymore. Indeed. Ja. Wait, where do you think you're going? He's just as bad as a little girl. Ich habe das Gefühl, ich weiß, wer das ist. Ja, genau, ich wusste es. Irgendjemand hat doch mal gesagt, dass der immer irgendwie gesummt hat früher. Well, aren't you the happy little fugitive? Just humming the day away. It's an old family tune. A real blast from the past. It's called the Hymn of Proof. It's supposed to be about longing to see someone. Here's my brother. I guess it works. Du hast das Lied schon immer gemacht, Julius. Du wusstest, dass ich komme.
Ja. No, you always did. Even when you were in diapers. I could just hum a few bars and you'd shut right up. Do you remember that camping trip back when we were kids? You know, the one where we got lost in the mountains? The poison oak, that grizzly... Ah, kann ich mich nicht erinnern. ...huge thunderstorm. But as soon as I hummed this song, you stopped scratching at yourself and started walking. I offered to carry you, but you stomped your feet and yelled, No, I can do it. Er kann sprechen? We hoofed it all night until we finally reached that village. My throat hurt worse than my feet after all that humming. Brotherly love's not why you led us here. Let's get down to business. You can keep the pocket watch. My priorities have changed. I want that girl, Elle. What? She has a father. If you refuse, I'll have to take her by force. Oh, bitte nicht. Level with me here. Why do you keep Elle around anyway? Ja, weil ich sie brauche. Ich habe ja versprochen, mit ihr nach Kaelin zu gehen. Aber das war doch ein Dingens, ein Geheimnis. Egal. Enough of Kaelin. That path will only lead to our ruin. You know something we don't, perhaps? I know the cruelty of Origin's trial. I swear to you, I'm only doing this because you mean so much. Elle's in trouble. Oh, nee. The catalyst. Da fliege ich schon wieder. That monster over there used some weird spirit art on Elle. Yeah, and healing arts aren't doing squat. That's a stigma art. Look out! Super. It's gone. Genau. It's a stigma art. It's a spirit art that slowly corrupts one's life force. The only way to counter it is to eliminate the channeler. The channeler? You mean that monster? Yes, the Seafall Phantom. Wait, that's one of the Waymarkers. They're fortunately extinct in our dimension. They attack their prey unseen with stigma arts. When the prey stops moving, the beast drinks it dry. Oh, nee. Elle, be strong. You can't give up, or Bunnykins won't come for a visit. But if you can hold on for a bit longer, I promise I'll bring him to see you. Elise, if you keep straining your mana lobe, you'll die along with her. But I made her a promise. Yeah, she promised her, and promises are important. Keep it up, and both of you are goners. Ich knöpfe das Viech vor. So schnell wie möglich. That's insane. Mach einfach das Viech fertig, Ende. Was? What in the world are you doing? I think I'm gonna barf. You're using your own blood to lure it out? So you'd go that far. She must mean a lot. Ready? Epic music incoming. Luger. Protect that girl to the end. No matter the cost. Schon wieder bitte weggehauen, ey. So, komm her. Mach dich platt. Okay, das werden wir uns aber erstmal hier in den nächsten Part hier versuchen an diesem Viech. Ich bedanke mich bis dahin herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.